Bewohner eines Dorfes im südlichen Pakistan tasteten sich letzten Montag durch die überschwemmte Landschaft. Sie suchten Nahrung für ihre hungrigen Familien. Sie folgten halb überschwemmten Bahngleisen, die ins Nachbardorf Shikarpur führen. Unsere Kinder hungern im Dorf. Darum versuchen wir nach Shikarpur zu kommen. Wir kriegen nichts zu essen. Was gibt es dort zu essen? An wen sollten wir uns wenden und um Hilfe bitten? Sollen wir die Regierung fragen, dieselbe Regierung, die nichts für uns tut? Die Dorfbewohner hatten zu kämpfen, um sich im strömenden Flusswasser halten zu können. Ein anderer Jakubabad-Einwohner sagte, sie mussten die Familien in ihrer Heimatstadt zurücklassen. Für Frauen und Kinder sei es unmöglich, die glitschigen Bahngleise zu überqueren. Es gibt keine Boote. Man kann sehen, dass es keinen Weg gibt, um das Wasser zu überqueren. Schauen Sie, die Dorfbewohner durchqueren das Wasser zu Fuß. Es gibt Schlangen im Wasser, die die Leute beißen. Kinder könnten ertrinken. Jemand, der eine Last trägt, könnte ertrinken. Leute, die schwere Packungen Mehl tragen, können im Wasser einsinken, aber die Regierung tut nichts. Behörden leiteten das Flutwasser von Shikarpur ins Lodra-Gebiet um. Dies unterbrach die Bahnstrecke an zwei Stellen nahe dem Dorf. Die gefährdete Stadt Shikarpur und ein großes Gaswerk wurden gerettet. Aber das Flutwasser gelangte in die Lodra-Stromnetzstation und verursachte für viele Städte massiven Stromausfall. Die Überschwemmung in Pakistan tötete mindestens 1.600 Menschen, vertrieb mehr als 6 Millionen aus ihren Häusern und verursachte für die Infrastruktur und den lebenswichtigen Landwirtschaftssektor Schäden in Milliardenhöhe. Die Zahl der Todesopfer wird voraussichtlich noch stark steigen. Viele vermisste Personen wurden tot aufgefunden.